Herzlich willkommen bei einem neuen Führich-Talk. Was mit menschlicher Kraft alles möglich ist, nach 62 Tagen im Koma, nach einer Covid-Erkrankung, werden wir heute in diesem Video erfahren. Und dazu habe ich eingeladen Oliver Grazer. Hallo, servus. Hallo, Oliver. Hallo, grüß dich. Du warst total nett und hast mir ein E-Mail geschrieben von einer Geschichte, wo ich mir denke, die muss unbedingt erzählt werden. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ich bin Fotograf aus Euratsfeld beim Stetten und habe früher auch sehr intensiv Kraftsport gemacht. Und ein Freund von mir, der Markus, sein Trainingspartner, ist im November 2020, also eigentlich hat es ja so begonnen, ich habe mit ihm in dieser Corona-Zeit, er wollte eigentlich wollte sich auf einen Weltrekord vorbereiten im Kreuzheben. Mhm. Und ich hab gedacht, mach mal eine Reportage daraus und ich begleite dich auf dem Weg zu diesem Weltrekord. Und im November 2020 hat dann seine Frau angerufen und hat gesagt, du, der Markus, nachdem es ihm eh schon einige Tage ein bisschen schlecht gegangen ist und er ein bisschen krippig war, und hat dann gesagt, du, der Markus ist im Krankenhaus, er hat Corona. Und anfänglich haben wir das jetzt nicht so ernst genommen, denkt er, ja, ist eine Woche weg, mhm, und dann ist er wieder da. Es war aber dann da ein bisschen schlimmer als gedacht. Er war dann insgesamt 62 Tage im Tiefschlaf. Ja, aber nichtsdestotrotz war ich mir eigentlich von Anfang an sicher, dass er wieder kommt, dass er das überlebt und dass das gut ausgeht und ein Happy End hat. Und wir sind dann ins Krankenhaus, ich habe ihn dann auch öfter besucht, anfänglich noch hinter seiner Glasscheibe. Und ich habe dann angefangen, dass ich die Kamera mitnehme und im Krankenhaus drinnen fotografiere. War das ein Problem? Nein, ich habe die Chefärztin gefragt, mhm, und sie hat gesagt, okay, wenn ich nicht andere Patienten belästige und, genau, oder so, ja, dann ist das für sie okay. Mhm. Und ich war damals schon hundertprozentig sicher, also dass er das überlebt, dass er wiederkommt, ja, dass er wieder zum Trainieren beginnt. Und ich wollte dann das in diese Reportage einbauen, weil ich war mir zu diesem Zeitpunkt schon hundertprozentig sicher, der holt sich diesen Rekord trotzdem. Naja, das Ganze dann war am 5. Jänner, das war der Tag vor dem Feiertag 2021, mhm, war ca. 60 Tage schon im Tiefschlaf, sind wir dann raufbestellt worden ins Krankenhaus. Und ja, da haben halt dann die Ärzte gemeint, es gibt halt keine Hoffnung mehr, mhm, und wir sollen uns von ihm verabschieden. Mhm. Ich habe mich dann damals nicht von ihm verabschiedet, habe gesagt, nein, ich verabschiede mich vielleicht in 40 Jahren, aber sicher nicht heute und sicher nicht morgen. Und seine Frau, die Lisa, hat dann das erste Mal zu ihm rein dürfen. Erst nach 60 Tagen? Ja, zuerst war es ja immer alles hinter so einer Glasscheibe. Ach so, ne? Ja. Mhm. Genau. Und hat dann gesagt, na, sie spürt das, da ist noch Leben in ihm, er hat die Hand gedrückt. Mhm. Und du hast ja gespürt an der Hand, dass er sich bewegt. Ja, ich habe es immer gespürt, ja. Ich habe ihn öfter besuchen dürfen, mhm, und dann, ich habe mit ihm, jedes Mal, wenn ich bei ihm war, da habe ich mit ihm geredet, habe, mhm, ihm die Hand gehalten und dann habe ich ihn immer motiviert. Mhm. Max, du schaffst es, du darfst nicht aufgeben. Mhm. Du bist kein Aufgeber. Mhm. Der hat eine neue Studie aufgemacht. Mhm. Das ist sein Wunsch, was er ganz Leben haben wollte. Mhm. Und habe ich gesagt, du bist noch nicht fertig im Studio und du musst nach Hause kommen. Meine Kinder brauchen dich. Ich brauche dich noch. Du musst jetzt kämpfen. Hast du das Gefühl gehabt, dass er dich verstanden hat? Dass, ja, er dich gehört hat? Ja. Woran? Der war im Tiefschlaf. Mhm. Ich habe ihm für die Hand gehalten. Ich habe mit ihm geredet. Wenn ich zu ihm gekommen bin, dann habe ich gesagt, ganz laut, hallo Max! Mhm. Dann hat er sofort die Augen so aufgemacht. Mhm. Da hat er mich gehört, das weiß ich. Da, mhm, hat er wieder nachher zugemacht. Aber immer, wenn ich laut fahre, dann, mhm, weiß ich, dass ich da bin. Mhm. Dann habe ich immer zu ihm gesagt, wenn du spürst, dass ich da bin, dann drückst du meine Hand. Mhm. Und da hat er dann gedrückt, meine Hand. Ich habe mit ihm geredet und habe ihn immer gefragt, hast du mich verstanden? Mhm. Ein bisschen mit dem Kopf, mhm, geschüttelt und mit den Fingern ganz leicht. Und da weiß ich, dass er spürt, dass ich da bin. Mhm.
Und dann haben die Ärzte gesagt, naja, dann warten wir noch ein paar Tage und bewerten das am Montag neu. Mhm. Ja, er hat dann auch die letzte Ölung bekommen und am Montag, wirklich buchstäblich in der allerletzten Sekunde, hat er dann die Augen geöffnet. Ja, also wir haben, die Lisa war dann das ganze Wochenende bei ihm, wir haben alle Freunde habe ich durchtelefoniert, die haben alle so WhatsApp-Videos geschickt, mhm. Das hat ihm vorgespielt und ich habe dann auch zu ihm gesagt, sage ich komm, ich habe dann mit ihm schon so gesprochen, wie wir halt so beim Trainieren auch sprechen, sage ich komm, sage ich, beweg deinen fetten Arsch raus aus dem Bett, hast jetzt lang genug geschlafen, ja, und Montag hat er dann die Augen geöffnet und ist Mutter geworden. Mhm. Und also aus der jetzigen Sicht ein lustiges Detail am Rande. Wie gesagt, er war jetzt 62 Tage im Koma, hat dann natürlich einen Tag gebraucht, bis er wieder halbwegs bei Sinnen ist und dann mal weiß, wo ist er jetzt. Ja. Mhm. Hat nicht die ganzen Schläuche noch drinnen gehabt und er hat dann nach seinem Handy verlangt. Und seine Frau hat ihm dann das Handy in der Hand gedrückt und wir sind dann nach Hause gefahren. Und glaube ich, eine gute Stunde später hat der Ralf angerufen, es ist ein gemeinsamer Freund von uns. Und der Markus hat ja ein Fitnessstudio. Ja. Der Ralf verkauft Fitnessgeräte. Der richtet Fitnessstudios ein. Und er sagt, du sag einmal, Oliver, ist der Markus nicht auf der Intensivstation? Sag ich, ja doch, warum? Sagt er, ja, der hat mir gerade ein WhatsApp geschrieben und hat sich neue Fitnessgeräte bestellt. Sehr cool. Ja. Ja, und da habe ich gewusst, er ist wieder voll da, er ist geistig voll auf der Höhe und es ist wieder genau der alte Markus. Mhm. Ja. Hat er wahrscheinlich wahnsinnig viel abgenommen? Ne? Ja, natürlich, hat er dann über 60 Kilo hat er abgenommen. Wahnsinn, das ist gerade quasi in seinem Beruf, naja, braucht man das eigentlich. Absolut, ne? Die Muskelmasse. Genau. Ja, und dann ist es halt wirklich Schritt für Schritt, ist es immer besser geworden und ist dann bergauf gegangen. Und er hat schon auf der Intensivstation, hat er dann mit mir schon gewettet, hat er gesagt, pass auf, Weihnachten bin ich sowieso wieder stärker wie du. Mhm. Ja, haben wir schon auf der Intensivstation gewettet. Und ja, und dann, es war Anfang April, dann ist er auf Reha gekommen. Mhm. Also die Reha, muss ich sagen, war aus seiner Sicht, ja, aus der Sicht eines Extremsportlers, war das halt nicht das Optimale, weil man halt eher für alte Menschen, die da wirklich anfangen mit Schaumstoffbälle drücken. Und wenn du aber Profi bist, Markus hat natürlich schon wieder, hat sich natürlich schon wieder im Fitnessstudio gesehen. Mhm. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir halt die Reha selber machen zu Hause. Er hat ja ein Fitnessstudio. Ja. Er hat sich dann selber. Wo hat er das Fitnessstudio? In Strengberg. Strengberg in Niederösterreich. Und ja, dann hat er sich selber entlassen, dann haben wir ihn halt nach Hause geholt und anfänglich hat er dann in sein Poolhaus schlafen müssen, weil da ist es ebenerdig reingegangen, da hat er mit dem Rollator und mit so einem Sauerstoffschlauch, was er noch immer gebraucht hat, rein können, weil er hat die Treppe ins Haus nicht geschafft. Naja, und so, ich bin dann auch mehrmals in der Woche raufgefahren, wir haben dann so eine Lungentherapie gemacht und er hat natürlich selber auch jeden Tag geübt, bis zur Vergasung. Nach, glaube ich, ein, zwei Wochen sind wir dann das erste Mal wieder mit ihm ins Fitnessstudio rüber. Naja, und dann haben wir ihn eigentlich kaum bremsen können und es ist dann wirklich von Tag zu Tag ist es sehr schnell sehr viel besser geworden. Mhm. Und in welchem Zustand ist er jetzt? Jetzt ist er mindestens so stark wie vorher. Wow, großartig. Genau. Und wie gesagt, merkt man eigentlich, was der Kopf alles kann. Was der Kopf alles kann, das ist unglaublich.
Das ist wirklich, weil also die Ärzte oder Physiotherapeuten, die haben ihm ja ganz andere Dinge prophezeit, ja, dass das wirklich Monate dauert, bis er da wieder gehen kann, bis er da wieder im Alltag, bis er wieder arbeiten kann. Aber das war eigentlich alles ruckzuck da. Und ich sagte, ich habe das alles mit der Kamera begleitet, habe da seine Fotoreportage gemacht unter dem Titel Comeback Stronger. Was möchtest du damit machen? Ich möchte das gerne raustragen, ja, an die Menschen und vor allem den Menschen Mut geben. Und da geht es mir jetzt gar nicht um Corona, sondern einfach auch Menschen, die schwer krank sind, ja, die wirklich, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben. Ja. Ich glaube, eines der wichtigsten Faktoren ist der Wille. Und da kann der beste Arzt der Welt kann nicht helfen, wenn du nicht selber deinen Arsch hochbekommst. Und selber wirklich jeden Tag was machst und was trainierst. Gut, aber ich glaube, da ist es auch gut, wenn du so eine Art Mentor, weil du bist ja eigentlich dann quasi so ein bisschen sein Mentor auch, also hast ihm das sicher auch sehr unterstützt. Oder glaubst du, er hätte es auch alleine geschafft? Ja, ich weiß, dass der Markus einen unfassbaren Willen hat. Also der Markus hat, also es geht nicht, das gibt es ja für ihn nicht. Ja? Und ich glaube, es ist einmal so gegenseitig, man pusht sich da gegenseitig, weil man sieht natürlich, ich sehe, was bei ihm weitergeht und es ist vielleicht umgekehrt so und es passt eigentlich sehr gut zusammen und wir trainieren da sehr viel zusammen und natürlich, ja, man zieht sich dann auch gegenseitig hoch. Man profitiert natürlich, ich profitiere auch davon und ja, und jedenfalls wirklich unglaublich zu sehen, was halt wirklich oft weitergeht. Und es ist wirklich oft sehr, sehr schlimm für mich zum Anschauen, wenn es oft Menschen gibt, die vielleicht ja nicht einmal in so einer schlimmen Situation sind und sich da wirklich einfach aufgeben. Ja, und nur rumjammern und nein, und das geht gar nichts und ich kann das nicht und das ist jetzt sowieso vorbei. Und es ist noch lange nicht vorbei. Wenn du deinen Arsch hochkriegst, dann und die arbeitest, dann funktioniert das. Warst du schon immer Fotograf oder hast du vorher irgendwas anderes gemacht? Nein, ich war vorher professioneller Strongman. Ja. Ja, ich habe Autos umgeworfen und halt einen Guinness-Weltrekord im Waschmaschinenwerfen. Ja, dann habe ich einen Guinness-Weltrekord habe einen Bungee jumpen lassen und habe oben das Seil gehalten. Wow. Es ist ein Helikopter auf mir gelandet und mit Markus habe ich noch einen Weltrekord im Autos umwerfen. Beachtlich, ganz schön. Und ich habe mich halt vor einigen Jahren dann halt entschlossen, ich habe da immer schon hobbymäßig fotografiert und halt beruflich Autos umgeschmissen. Und vor einigen Jahren habe ich mich dann entschlossen, dass ich das Ganze jetzt umdrehe und halt dann beruflich fotografiere. Und das halt dann nochmal hobbymäßig trainiere. Eine schöne Geschichte. Ja. Jetzt werden wir natürlich auch den Markus befragen, wie es ihm in der ganzen Situation gegangen ist. Vielen Dank, dass du mich angeschrieben hast. Ich sage vielen Dank für die Einladung. Und ich bin mir sicher, dass das sehr viel zum Nachdenken gibt, die Geschichte. Ja, das denke ich auch. Ja. Danke dir. Gerne. Und jetzt hören wir uns von Markus an, wie er diese ganze Zeit erlebt hat und was denn ihm vorgegangen ist. Hallo Markus. Hallo. Ein großes eine Hochachtung, dass du hier sitzt und von deinem Erlebnis erzählst. Wie hast du das alles erlebt? Oder wie hat das alles begonnen? Hast du am Anfang geglaubt, wie es dir nicht so gut gegangen ist, du hast eine normale Erkältung oder hat sich das schon von Anfang an anders angefühlt? Ja, am Anfang hat es mal angefangen, überhaupt wie eine Erkältung. Ja. Ich bin überhaupt eigentlich 3 bis 4 Tage mal einfach nur im Sessel gesessen. Ich habe nicht mehr schlafen können. Und mit der Luft ist immer schlimmer geworden, das Ganze. Und es war einfach wie eine extrem schwere Grippe. Ja. Und dann habe ich eigentlich zu meiner Frau gesagt, es geht eigentlich nicht mehr. Du musst den Notarzt anrufen. Und eigentlich ab diesem Moment weiß ich eigentlich schon gar nichts mehr. Ab da war alles vorbei. Und dann, wie gesagt, ich weiß nur von den Erzählungen, dann bin ich nach Amstetten geführt worden und da bin ich direkt in den Tiefschlaf gelegt worden. Ja. Und von da weg fehlen mir eigentlich 63 Tage. Ja. Aber in den 63 Tagen hast du da irgendwas erlebt, mitbekommen? Oder? Ja, das ist immer ganz schwierig zu erklären. Da lebt man so richtig in einer Traumwelt, man hat Erlebnisse. Wenn man da munter wird, ja, weiß man gar nicht, was ist wirklich geschehen und was war eigentlich ein Traum. Ja.
Ich war nur zum Beispiel mit dem Schuhmacher, war in Ibiza in Urlaub. Ja. Das ist für mich real, das Ganze. Mhm. Ja. Der Urlaub, da weiß Schuhmacher ich jedes Detail. Schuhmacher liegt ja auch im Koma momentan. Ja, genau. Ne? Mhm. Und da sind einfach 63 Tage, was mir eigentlich gar nicht fehlen, sondern in der Traumwelt ist das alles real. Spannend, spannend. Hast du mitbekommen, wenn dich jemand besuchen gekommen ist oder wenn deine Frau da war, hast du da irgendwas mitbekommen? Ja, ich bin überzeugt, dass ich da eigentlich alles mitbekommen habe. Ja. Mhm. Nur erinnern kann ich mich daran eben nicht mehr. Ja. Mhm. Das ist, wenn man dann immer die Gespräche führt, merkt man immer wieder, ja, ich kann mich an irgendwas erinnern. Ja. Mhm. Und nicht so direkt die Ereignisse. Ja. Mhm. Und als du dann aufgewacht bist, wie ist es dir dann eigentlich gegangen? Weil du hast auch sehr viel abgenommen, warst sicher total schwach. Aber dein Gedächtnis, alles war wieder voll da? Ja, man muss sich das so vorstellen. Ich habe nicht reden können. Mhm. Ich habe dann probiert, was aufzuschreiben. Dann habe ich gemerkt, ich kann nicht mal schreiben. Mhm. Und da ist einfach alles komplett weg. Ja. Mhm. Und es ist ganz eigenartig. Es geht ja nicht so von einer Stunde auf die andere, dass man wieder ganz da ist, sondern so ganz langsam. Da merkt man mal, wo bin ich überhaupt und was geht es da überhaupt. Ja. Mhm. Das ist ganz schwierig. Mhm. Wie lange warst du dann danach noch im Spital, nachdem du ja, gesamt waren es 5 Monate. Ja. Das war bis Ende März 2021. Wow, so lang. Ja. War eine lange Zeit. Ja. Mhm. Und dann bin ich ja auf die Reha gekommen. Das mit dem Sprechen war nur den ersten Tag oder die ersten paar Tage oder musstest du das auch wieder erlernen? Nein, das musste ich alles komplett lernen. Also wie nach einem Schlaganfall eigentlich, ja, genau. Oder so. Mhm. Es ist ja zum Beispiel auch das Gehen hat ja gar nicht funktioniert. Mhm. Am Anfang bin ich einmal gesessen, da habe ich 2 Hocker gehabt, wo die Hände drauf lagen. Und nur, dass man mal überhaupt irgendwie sitzen kann. Ja. Mhm. Und das muss man alles komplett von vorne lernen. Aber was geht denn einem vor, wenn man weiß, weil man hatte ja erzählt, warum du im Spital warst, wie lange, was alles passiert ist. Wie geht man dann damit um? Weil normal denkt man sich wahrscheinlich, das schaffe ich nicht. Naja, es ist bei mir ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich bin vom Kopf her extrem stark und für mich war das einfach sofort klar. Mein Ziel war ja sofort wieder die 400 Kilo, dass ich heben kann. Mhm. Und das war von dem ersten Moment, ich muss mit dem Training anfangen und das Ziel hat sich nicht geändert. Ja. Und wenn ich das erreichen will, dann muss ich Gas geben. Ja. In welchem Zeitraum hast du es dann wieder geschafft? Ja, ich habe eigentlich mit 2. April bin ich nach Hause gefahren und ich schätze mal so circa einen Monat habe ich gebraucht, dass ich so richtig wieder mit Gewichte angefangen habe und dann habe ich einfach jede Woche habe ich 10 Kilo draufgelegt und jede Woche bin ich um 10 Kilo stärker geworden, jetzt zum Beispiel beim Heben. Ja. Mhm. Und ja. Und mit der Ernährung, weil 60 Kilo abnehmen, das wieder zuzunehmen, da muss auch was weitergehen, ne? Ja, über perfekte Ernährung. Mhm. Für normale Menschen ist es vielleicht unglaublich, ja. Mhm. Aber ich esse fast jeden Tag das Gleiche. Mhm. Ich habe da jeden Tag zwar 3/4 Kilo Gemüse, 3/4 Kilo Fleisch und 3/4 Kilo Reis zum Beispiel. Ja. Ah, okay. Und mit dieser Nahrung kann man den Körper wieder genauso aufbauen. Mhm. Natürlich darf man da nicht vergessen auf die Vitamine und so. Ja. Mhm. Aber so gesund wie es möglich ist mit diesen Kalorien. Wie sieht dein Tagesablauf jetzt aus? Ja, ich stehe eigentlich sehr früh auf. Ich habe ein eigenes Fitnessstudio. Mhm. Das ist das Powermax Gym in Strengberg in Thürnbuch. Mhm. Und als erstes muss einmal alles geputzt werden, dass alles wieder Vordermann ist. Mhm. Und ja, dann ist das erste sofort natürlich das Essen. Und dann wird gekocht für den ganzen Tag. Mhm. Und dann betreibe ich, wie gesagt, das Fitnessstudio den ganzen Tag und mache am Abend dann mein Training. Ja. Ihr seid ja genauso wie wir von der Gastronomie, auch von Corona sehr stark betroffen. Die Fitnessbranche wahrscheinlich noch mehr eigentlich als die Gastronomie. Hast du Unterstützung bekommen? Es war eine kleine Unterstützung, aber viel war es leider nicht. Ich habe das Fitnessstudio am Anfang als Verein laufen lassen und da war die Zeit noch zu kurz. Ah, du hast es noch nicht so lange gehabt, okay. Mhm. Und dann hat es natürlich daraus die Zahlen hat sich dann daraus ergeben, dass du nicht so viel Unterstützung bekommst. Ja, genau. Aber ich muss dazu vielleicht auch sagen, meine meisten Kunden haben sehr zu mir gehalten und die haben eigentlich fast alle eigentlich weiter bezahlt. Mhm. Und nein, das ist aber ja, wir sind das richtig wie eine Familie. Ja, das ist also das großartig. Mhm.
Und du betreibst das Fitnessstudio natürlich jetzt weiter. Ja. Habt ihr jetzt 2G oder was habt ihr jetzt momentan? Auch 2G? Ja, das ändert sich ja ständig wieder. Man kennt sich schon gar nicht mehr aus. Aber jetzt momentan, wie gesagt, das Training selber geht ohne Maske. Ja. Aber beim Reingehen müssen wir natürlich die Maske aufsetzen, ja, momentan. Und seid ihr auf irgendwas spezialisiert? Oder seid ihr ganz ein normales Fitnessstudio? Naja, das ist das, was die Leute eben noch viele gar nicht wissen bei mir. Die glauben ja immer, die Extreme, was ich mache, da dürfen nur eben zu Profisportler kommen. Ja. Mhm. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind ein ganz normales Fitnessstudio, wo alle Geräte sind für alle Leute. Mhm. Egal, ob jemand jetzt nur abnehmen will oder ob eben ein Profisport ist. Schön. Und wir sind aber in alle Richtungen ausgelegt. Wir haben für den Strongman-Bereich haben wir Equipment, für Powerlifting, aber einfach für alle, für alles. Und merkst du irgendwie, dass du nicht mehr so viel schaffst? Oder ist für dich der Alltag alles ganz normal wieder Routine, so wie es vorher war? Ja, es Weil gibt du schubst schon, ja auch den Laden selber, ne? Ja. Es gibt schon ein paar Sachen, die was noch ein bisschen schwierig sind. Es ist zum Beispiel mit der Luft kämpfe ich noch ein bisschen. Ja. Ein bisschen eben die Atmung, was die Schläuche drinnen gewesen sind, das ist noch ein bisschen die große Zehe zum Beispiel, die funktioniert nicht mehr ganz, die hängt eben nach unten. Aber es wird immer wieder durch das Training, man merkt immer wieder, es wird ein bisschen besser. Ja. Musst du Medikamente nehmen? Ja, schon lange nicht mehr. Nix. Es war zwar am Anfang so, die Ärzte haben gemeint, die Medikamente muss ich weiternehmen, aber ich bin da ein bisschen eigen und habe sie dann selbst abgesetzt. Ja. Und ich habe gesagt, das Training und die Ernährung ist eine Heilung. Ja, genau. Und die Regeneration ist da auch ganz wichtig. Wenn du jetzt sagst, du isst am Tag einen Dreiviertel Kilo Fleisch, wie schauen dann deine Cholesterinwerte aus oder wie schauen überhaupt deine Blutwerte aus? Und, ja. Das ist eigentlich ganz interessant auch. Die Ärzte haben ja vermutet, bei mir generell, dass die Organe komplett kaputt sein werden durch den Tiefschlaf. Ja. Und auch mit dieser Ernährung habe ich es eigentlich geschafft, 2 Monate danach, wo ich nach Hause gekommen bin, habe ich Blut abnehmen lassen und die Blutwerte waren perfekt. Da hat der Arzt zu mir 3-mal rüber geschaut und hat gesagt, das gibt es eigentlich nicht, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Mhm. Aber es sind Werte wie von einem kleinen Kind, was gesund ist. Ja. Das ist alles und perfekt. Das war davor auch schon so? Ja. Bist du eigentlich leicht krank? Eigentlich überhaupt nicht. Krankheit kenne ich eigentlich überhaupt nicht normal. Weißt du, wo du dich angesteckt hast? Eigentlich nicht. Ich meine, ich habe, wie ich am Anfang so die Grippe gehabt habe, ja, oder die Annahme von Grippe, habe ich einen Test machen lassen, Corona-Test, und da war ich noch negativ. Ja. Und dann im Tiefschlaf hat es geheißen, ich bin positiv. Ja. Das war vielleicht Dommerweingel, die, was mir getestet hat, die war positiv, ja, ist im Nachhinein gesagt worden. Ja. Es kann sein, dass die mich angesteckt hat oder man weiß es eben dass nicht. Dass du dich eventuell sogar im Spital angesteckt hast. Ist auch möglich, ja. Man weiß also es nicht. Wie du quasi dann war die Ursache, dass es dir so schlecht gegangen ist und du in den Spital musstest, vielleicht gar nicht Corona, sondern irgendwas anderes. Ja, man muss sowieso sagen, es war halt irgendwo Lungenentzündung und Corona. Ja. Hast du bei dir im Fitnessstudio viele Verluste jetzt hinnehmen müssen? Also gibt es auch viele Kunden, die sich dann abgemeldet haben aufgrund von Corona? Natürlich gibt es schon einige, aber es gibt auch viele, die haben jetzt noch Angst durch Corona. Sie wollen aber auf jeden Fall wieder kommen. Ja. Wo seid ihr ganz genau? Ja, wir sind in Thürnbuch, das ist die Ausstraße 20 in 3314 Strengberg. Strengberg ist ungefähr? Es ist eigentlich genau zwischen St. Valentin und Amstetten. Ah ja, Dann können sich deine Kunden oder deine Neukunden sicherlich sehr viel, du bist ein richtiger Mentor, weil du bist ja eigentlich ein Vorbild, was man alles machen kann. Finde ich großartig. Also, und ihr habt noch Kapazität, das heißt, ihr könnt noch Mitglieder unterbringen. Auf jeden Fall. Schön, schön. Dann unterstützen wir den lieben Markus. Schön. Danke dir. Danke sehr. Danke fürs Kommen. Danke. Hat sich bei euch jetzt im Alltag irgendwas verändert seit dieser Geschichte? Ja, es ist so, ich nehme mir ein wenig mehr Zeit für die Familie. Sehr gut. Das ist schön. Da habe ich viel nachgedacht, was in kurzer Zeit alles passiert ist. Und dann habe ich ein bisschen umgeschaltet. Nicht nur arbeiten, putzen, schauen, dass alles schön sauber ist. Und dann ein bisschen auf sich schauen, ja. Genau. Auf Markus schauen, auf die Kinder.
Großartige Geschichte, ganz großartige Geschichte. Danke, dass du uns das hier erzählt hast. Danke dir. Das war die Geschichte von Comeback Stronger. Und schön, wenn ihr eure Kommentare hinterlässt, wie ihr die Situation seht und wie viel Kraft man eigentlich mit eigenem Willen schaffen kann. Und wenn dir mein Kanal gefällt, dann gib mir ein Like und abonniere uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.